Und damit begrüße ich euch zurück zum Biathlon, ja, Simulator, keine Ahnung, wie man es nennt. Das Biathlon-Spiel auf jeden Fall von MeinRTL. Jetzt sind wir in Hochfilzen weiterhin unterwegs. Nachdem wir eben gewonnen haben, werden wir jetzt verfolgt. Also da sind einige Männer hinter uns her und Frauen vielleicht auch, aber das vielleicht nur, weil sie absolut Fangirls sind. So, wir gehen mal wieder ins Scheißtraining und gehen mal auf weiter und versuchen hier mal nach wie vor ein wenig rumzuballern. Oh, das war nicht gut. Was? 46 Trainingspunkte? Was? Wieso? Wir hätten doch eigentlich 50 gehabt. Wieso kriege ich jetzt nur 60? Das ging aber schnell vorbei. Alter Vater. What the fuck? Ich war noch nicht vorbereitet. Ich habe gerade mir die andere Folge nochmal angeschaut. Naja, egal. Half so wild. Wir werden das schon irgendwie gebacken bekommen. Komm, wurscht. Trainieren wir und haben da 19 Punkte. Das ist okay. Da sehen wir auch schon Tim Mälzer wieder am Start. Der Mann sieht einfach aus wie ein junger Gott. Super Start, super Start, sage ich dir. So, wir können es hier noch ein bisschen lockerer angehen lassen, weil die Konkurrenz noch nicht wirklich stark ist. Wir brauchen natürlich alle Punkte, um dann später, wenn wir im Cup auch aufsteigen, etwas stärker zu sein. Das hat beim letzten Mal nicht so gut funktioniert, weil wir es am Anfang halt häufig vergeigt haben. So, ich gehe hier mal in die Stefan-Hocke. Wir können hier, glaube ich, ums Eck auch hocken. Dieses Mal. Ja, oder auch nicht. Nee, okay. Das hat ein bisschen Zeit gekostet. Aber die anderen sind ja noch nicht mal losgelaufen. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Die müssen ja noch eine Minute oder eine halbe Minute jetzt noch da stehen und warten. Also, naja. Wir können es hier schon etwas ruhiger angehen lassen. Sind kurz in den Tiefschnee gelaufen. So, schade, dass es hier halt keine Staffelwettbewerbe zum Beispiel gibt oder eben noch so Mixed Cup oder sonst irgendwas. Das wäre natürlich ganz cool für das Gefühl, für das Feeling nochmal. Vom Feeling her hätte ich nämlich ganz gerne ein etwas besseres Gefühl. So, sind die anderen. Oh, die anderen sind losgelaufen jetzt, Tatsache. Sind losgelassen worden. Das spannendste Rennen aller Zeiten. Wir haben mit einer Minute Vorsprung gehen wir ins Rennen rein. Und mal schauen, ob wir dann tatsächlich gewinnen werden. Ich würde jetzt einfach mal raten, ja. So, da haben wir ein bisschen viel Energie verballert, aber nicht so schlimm. Hier geht es dann wieder in den Anstieg rein. Und dann sind wir auch gleich schon zum ersten Mal am Schießstand. Das ging relativ flottikowski. So, Bergerab. Und wieder in den, ja, Sprint machen wir jetzt keinen, dann sind wir sonst außer Atem, wenn wir zum Schießstand kommen. Ich laufe schon mal hin und dann geht es jetzt zum Liegenscheißen. Liegenscheißen ist auch ein bisschen eklig eigentlich. Okay, komm, Konzentration, keine blöden Sprüche. Boah, ich habe mit die Luft angehalten. Wie geil, habe ich gerade gar nicht gemerkt. Ich habe wirklich mit die Luft angehalten. Jetzt bin ich vollkommen außer Puste. Also falls ich irgendwann mal umkippe, wenn ihr nichts mehr hört und der Typ sich nicht mehr bewegt, dann war ich das. Oh, da sehen wir schon die Ersten. Es sind immer noch nicht alle gestartet. Da sehen wir, der eine gelbe Punkt steht noch in den Starthäusern. Sehr schön. Ja, Kraft niedrig. Was kann ich dafür, wenn der Stefan Kraft niedrig ist oder Thorsten Kraft, Thomas Kraft, was auch immer. Es gibt bestimmt ein paar kräftige Leute draußen. So, aus dem Weg, mein Freund. Hier kommt der Führende vorbei, ne? Das ist der Vasi aus dem Vorjahr, der hier gerade läuft. Weg, du Luder. Jo, wie gesagt, Anspannung kaum zu überbieten jetzt hier. Der Verfolgungswettbewerb, wo wir eh mit einer Minute Vorsprung reingegangen sind. So, jetzt geht es hier in den Hang. Müssen wir uns die Energie wieder etwas besser einteilen. Beste Zwischenzeit. Yeah, baby, I'm a hollaback girl. Keine Ahnung. So, hier haben wir es dann oben. Und da ist unsere Hütte, die wir ja gekauft haben am Ende der letzten Folge. Man kann inzwischen auch Immobilien kaufen, ist ein bisschen Crossover zwischen GTA 5 und Biathlon. So, Bergeruf und dann geht es hier wieder der Bergerone. Das ist einfach ein Auf und Ab. So, und jetzt gehen wir wieder raus. Und dann halten wir nämlich auch unsere Geschwindigkeit. Das habe ich jetzt ja inzwischen auch gelernt.
So, und das zweite Scheißen. Diesmal scheißen wir im Stehen, was dann irgendwie schon besser ist, so wie es im Italienurlaub immer der Fall war. Wenn man sich über das Loch gebeugt hat, was sehr schön ist. Kann ich nur empfehlen. Oh, der war knapp. Hallo? Manchmal schieße ich schneller, als er laden kann. Das ist einfach, wenn man zu gut ist. Das ist dann einfach, wenn man zu gut für ein Spiel ist, dann passiert das halt. So, wir haben einige überrundet. Inzwischen sind aber alle gestartet. Also es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir ihm noch hätten winken können, bevor er überhaupt losgelaufen ist. So, ja, wir haben jetzt auch unseren Anzug hinten auf dem Backen schon mal etwas durchgeweicht. So, komm, vielleicht können wir ihn ja mit dem Kopf in den Popo fahren. Vorweg da. Platz da für mein Mazda. So, sprinten müssen wir nicht. Müssen gar nicht so viel Energie verballern. Die anderen sprinten, glaube ich, gerade da vorne. Flügen jetzt hier. Wir sind mitten im Feld, also mittendrin statt nur dabei. Allerdings ist noch nicht mal der zweite. Doch, irgendeiner ist gerade beim Schießstand. Das war wahrscheinlich der letzte. Oh, mein Magen hat gerade geknurrt. Aber so richtig laut. Eben gerade Skispringen aufgenommen, habe ich mir gedacht, komm, jetzt fängst du endlich mal mit Biathlon an. Habe ich wieder lange vor mir hergeschoben, weil mir das Spiel ja letztes Jahr nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber jetzt dieses Jahr ist eigentlich ganz lässig. Ich glaube, ich bin noch zu verbissen rangegangen letztes Jahr. Jetzt natürlich auch nochmal ein Jahr noch länger am Kommentieren. Das macht durchaus was aus. So, wir gehen mal in den roten Bereich und laufen mal an dem Mann hier vorbei. Der meint, man müsste sprinten in der Abfahrt. Doch, ich will hier mal vorbei. Ich bin die Nummer 1. So, nochmal schön in die Hocke. Dann können wir auch schon ins Ziel sprinten, während die anderen hier, während Villabajo noch schrubbt, ist Villarriba schon fertig am Feiern. Und wir gehen einfach mal ins Ziel. Sensationell. Ein Wahnsinnsrennen. 6 Minuten 5 haben wir nur gebraucht. Und da wäre sogar noch mehr drin gewesen. Jo, Tim Melzer! Jo, 2 Minuten 13 Vorsprung. 6 Minuten 5 nur gebraucht. Also, wie gesagt, es ist mega spannend. Es ist durchaus schon mega, mega spannend. Damit wäre ich auch einfach mal 1 Minute 5 besser als meine Bestzeit davor. Ich weiß, wie gesagt, nach wie vor nicht, was ich letztes Jahr gemacht habe. Aber Otto Braun klingt auf jeden Fall nach einem Namen. Also würde man in einer ostdeutschen Kleinstadt wohnen. So, Goldmedaille im Junior Cup. Sehr schön. 360, da haben wir noch keinen Stufenaufstieg leider bekommen. Das läuft, das läuft. Da hinten die britische Fahne natürlich. Jetzt geht's nach Mattel. Das sind die Spielzeugfirma. An Pfeiffer mit einer 6,2588, der Einzelwettkampf. Jo, leicht neblig. Wir können noch ein bisschen Scheißtraining machen. Können wir die Punkte jetzt verteilen? Oder? Ah, okay, nee. Dann machen wir noch ein bisschen Schießtraining. So, Sie haben keine Zeit zu verlieren. Schaffen Sie sich einen Zeitpuffer und sammeln Sie 15 Punkte bei nur 15 Sekunden, bei 5 Sekunden anfänglichem Zeitlimit. Okay. Alter Schwede, das geht los. Hallo? Okay, ich habe aber noch keine Punkte gemacht. Jetzt habe ich mir einen Zeitpuffer geschaffen. Hallo, schieß doch! Schieß, verdammt! Dass der immer so lange braucht, um zu laden. Boah, Alter, das nimmt mich voll mit. Druck hoch 90. Oh, der war eigentlich nicht drin. Warum schießt du denn nicht? Ich muss auch mal ein paar Trefferpunkte machen. Warum gibt es hier denn keine grünen Scheiben? Ich hatte noch nicht eine grüne Scheibe. Gemein. Schieß! Verdammt mich nochmal. Toll, jetzt mache ich nur Zeittreffer. 28 Sekunden. Eigentlich kann ich mir jetzt sogar ein bisschen Zeit lassen, meine Güte.
Okay, ich kann mal die Anspannung ein wenig fallen lassen. Okay, ja, also mehr als 100 Punkte geht anscheinend nicht. Sehr schön, haben wir geschafft. Boah, alter Vater. Das macht mich fertig. So, dann trainieren wir mal to the max und sehen, dass das schon richtig gut läuft. Boah, Alter, das ist immer eine Anspannung, weil man, ich bin es auch nicht gewöhnt, ich weiß, hallo? Achso. Okay, wir starten. So, aber das ist echt so, ich glaube, ich halte beim Schießen immer die Luft an. Sollte ich vielleicht demnächst einfach mal atmen. Atmen kann ich generell nur empfehlen, ist echt nice. So, steiler Anstieg hier. Mal schauen, wie es läuferisch jetzt hier so geht. Ich kenne die Strecke jetzt natürlich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir hier in den roten Bereich gehen können und hinten, dass es dann wieder bergab geht. Ich glaube aber ja. Jo, da hinten geht es bergab. Können wir in den roten Bereich gehen. Ich glaube, es war eine relativ lange Abfahrt. Da liegen wir läuferisch sogar gleich mal vorne mit 3 Sekunden. Laufen wir auch mal an dem guten Herrn vorbei. Und wenn wir so bei unter 40 sind, dann gehen wir wieder raus. Ja, läuferisch sind wir hier doch durchaus auch überlegen, wie man sieht. Das wird sich dann sehr, sehr schnell ändern. Aber mit dem Schießtraining, wenn ich das auch noch... Das habe ich das letzte Mal gar nicht gemacht. Hat mir auch keiner gesagt, dass ich Schießtraining machen kann. Kein Wunder. Ich habe mich noch gewundert, dass alle so schlecht sind. Oder dass wir so abkacken läuferisch dann im Gesamtweltcup. Ich glaube, hier vorne können wir dann gleich kurz sprinten, weil es dann bergab geht. Ich sprinte mal hier in die Abfahrt rein. Aus dem Weg, komm ich. Und der läuft da vorne die Abfahrt. Keine Ahnung, warum er das macht. Ist auf jeden Fall nicht so mega clever. Jetzt auch zu spät, du Idiot. So, bei 40 gehen wir wieder raus und geben wieder ein bisschen Gas. Und dann geht es zum ersten Schießen. Also läuferisch war das gerade, glaube ich, ziemlich gut. Jetzt können wir uns sogar eigentlich einen Fehler erlauben beim Schießen, was wir natürlich nicht machen werden, zumindest nicht mit Absicht. Oh, ja, super. Relativ. Jo, ein Fehler leider geschossen. Kann passieren. Ach, es gibt eine Zeitstrafe. Okay, müssen wir gar nicht im Kreis laufen. Gut, 51 Sekunden Vorsprung. Ja, schade, dass es hier auch nicht so diese langen Distanzen gibt, dass man mal 4 Schüsse hat. Das wäre natürlich auch ziemlich cool. Generell wundere ich mich, dass es nicht mal so ein neues Biathlon-Spiel gibt. Gerade mit Gebührengeldern könnte man sowas doch super finanzieren. Aus dem Weg. Der Mann im selben Anzug wie ich. Er wäre gerne so wie ich. Bin dann schon immer sein Vorbild gewesen. Schon damals, als wir gemeinsam geboren wurden im Junior Cup, war ich sein Vorbild. So, lass mich vorbei. Da vorne geht's bergab. Für dich geht's sowieso nur noch bergab. Und mein Magen knurrt wieder. Entweder ist gewittert es draußen oder mein Magen knurrt. Eins von den 5. So, wir gehen wieder raus. Und versuchen uns den nächsten zu schnappen. Da vorne wahrscheinlich ein Norweger. Oder er macht Werbung für Dr. Oetker. Sieht ein bisschen so aus. So, lassen Sie mich mal vorbei, junger Mann. Ich muss hier durch. Jetzt haben wir hier eh nichts zu melden. So, ja, da vorne können wir gleich wieder sprinten. Wie gesagt, jetzt alles so ein bisschen, um ein bisschen in Biathlon reinzukommen. Wir haben... Okay, er sprintet gerade schon. Ich habe gerade Sprinten vergessen. Auf jeden Fall läuft alles etwas besser als im Vorjahr. Bin mal gespannt, ob wir dann auch mal den Gesamtweltcup gewinnen. So schwer kann es ja nicht sein, um Gottes Willen. Meine Mad Skills auf jeden Fall. So, da vorne steht auch schon jemand. Guten Tag, junger Mann mit der Nummer 15. Ich muss hier mal hin. Warum fahre ich auf die Nummer 3? Ich bin die Nummer 1, Mann. Mit der Nummer 1 mache ich gar nichts. Guten Tag, den haben wir gerade überholt. Lassen wir mal ein bisschen Zeit, ein bisschen gemächlicher schießen. Ist jetzt ja nicht so, dass wir hier Bestzeiten da bieten müssten. Hallo? Ja. Traumhaft. So wie dir traumhaft war das. Auf, Tim. Hau rein.
Hau weg die Scheiße. Zwischen, beste Zwischenzeit. Yeah, baby, give it to me. So. Ah ja, die kanadische Flagge für den guten Herr Lückeleck. Es ist einfach der beste Pornoname ever. Lückeleck. Das ist einfach ein Träumchen. Ich mir vorstelle, Michael Lückeleck, ich wäre so in der Pornobranche, wäre ich der absolute Held. Ich wäre der Horstheld der Pornobranche. Jetzt geh doch mal weg, du Seppel da. Okay, dann mache ich halt einen Sprint. Gib es doch nicht. Hampelt der da rum an der Seite. Na gut, da bin ich jetzt aber auch zu früh in die Hocke. Die beste Zwischenzeit. Action Cam. Was willst du denn schon wieder, du Eumel? Ich lasse mir jetzt hier mal ein bisschen Zeit. Ich muss ja auch mal genießen, wie die Fans dort stehen und einfach in die falsche Richtung schauen. Hallo, hier drüben. Nee, die wollen nicht. Die haben auch ihren Stolz. So, ich nehme mal ein bisschen Tempo raus, damit wir vorne gleich wieder sprinten können. Hier hauen wir da die letzte Energie raus gleich. Sprinten dann vielleicht noch ins Ziel. Also ich weiß, ich sollte kleinere Sprints machen, nicht so lange halten. Aber das können wir dann später machen. Ist jetzt hier noch nicht ganz so wichtig. So, jetzt geht's in die Stefan Hocke. Oh, da bin ich gegen die Wand gefahren. Das war nicht so gut. Das könnte mir mal Sekunden gekostet haben. Und jetzt sprinten wir ins Ziel mit 6 Minuten und 11 Sekunden. Ein Traum. Mal schauen, ob wir wieder Bestzeit haben. Ob wir Arndt Peiffer aus dem Vorjahr besiegt haben. Ja! Yeah! Schrei es raus, Tim. Hau es raus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall 1 Minute 24 Vorsprung vor Edward Holmes, der natürlich aber auch noch damit beschäftigt war, nebenbei Fälle zu lösen zusammen mit Watson. So, 6 Minuten 11, damit 14 Sekunden schneller als Arndt Peiffer, die alte Peife aus dem Vorjahr. Haben wir pulverisiert. Yes! Hammer geschafft, Wahnsinn, absoluter Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich, Hammer. Ist einfach unübertrieben. Michael Wassmer, 200 Punkte. Rennen 4 von 7, damit auch check. Haben wir geschafft und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Aufnahme. Dieses Mal war das Bild auch nicht verschoben wie in Folge 1. Also alles im Bild. Wir sind im Bilde und werden dann im nächsten Rennen wahrscheinlich die Konkurrenz wieder in Grund und Boden laufen. Ich weiß es nicht. Schießtraining werden wir machen. Wir sind einfach der beste Biathlet der Welt. Man muss es sagen. Wir sind im Junior Cup ganz vorne, also wer soll uns schon noch aufhalten? Wir sind der Alex Hunter des Biathlons. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann.